Zurück bei Kirby's Adventure und bei der vorletzten Welt. Ja. Yeah. Ach ja, was ich noch sagen sollte. In dieser heutigen Folge, werden wir sehr, sehr, sehr viele Secret Exits finden. Denn die komplette Welt ist voll mit Secret Exits. Also wirklich, die ganze Welt hat Secret Exits. Jedes einzelne Level auf dieser Welt. Und hier haben wir direkt schon eins. Ah, nee, hier ist noch kein Secret Exit. Aber, vielleicht sieht man es, hier oben. Hier kommt einfach rein. Wie kommt man drauf? So, was man dann machen muss, ist den hier einsaugen. Ich gebe uns sogar eine One-Up für. Denn wir brauchen die Steinfähigkeit das ganze Level lang. Also müssen wir jetzt behalten. Denn... Wow, okay, okay, warte, so. Den killen wir. Oder auch nicht, besser so. So, dann müssen wir hier noch irgendwo... Bin ich durch? Oh Gott, nein, bitte, bitte nicht, bitte nicht. Oh, oh, nein, 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 nein! Okay, okay, alles gut. So, ich habe mal, by the way, ein wenig den Ton hochgeschraubt. Also, die Audio vom Spiel ein wenig hochgeschraubt. Und ich weiß, man hört meine Tastatur jetzt vielleicht etwas lauter als in den anderen Folgen. Vielleicht nur ein klein wenig. Das ist mir jetzt wurscht. Ja, gibt's doch rechts irgendwas, aber ist mir egal. Denn... Oh Gott, wie komme ich denn da jetzt runter? Da unten muss ich auf jeden Fall mit meiner Steinfähigkeit das kaputt machen. Ich weiß genau, nicht genau, was dann passiert, aber... Ja, irgendwas hätte passiert. Und wir rutschen hier richtig. Und das sind blöde Gegner. Oh Gott, oh Gott, ich habe gerade Angst gehabt. Ich will nämlich das Level nicht nochmal machen. So, jetzt kommen wir durch. Ach, wahrscheinlich geht's rechts weiter, oder? Ja, aber hier ist der Secret Exit. Und wir schalten die Arena frei. Ah ja. Dann machen wir die gleich nach dem Level mal. Oh Gott, ja komm, ich will den Stein eh nicht mehr. Ich brauche keinen Stein. Ich nehme den Spark. Der ist cool, okay? Versteht ihr, weil man hier so Eis ist und cool. Ach, ich bin so lustig, nicht? Ah ja, hier unten geht's weiter, hier rechts. Ah, da können wir wieder den Vogel, aber den habe ich jetzt leider verpasst. Mit dem High Jump, mit dem Super Mario Jump. So. Okay. Kurz Pause. Okay, ich muss nur ganz kurz gucken, ob alles aufnimmt, weil manchmal... Na, keine Ahnung. Ich wollte einfach nur gucken. Lasst mich in Ruhe. Oh yeah. Oh Gott, Hilfe. Vor allem das Spiel laggt immer richtig rum, wenn ich hier die Attacke benutze. Aber ich muss mich doch irgendwie saven. Bam. Ich einfach rüberfliegen, würde ich sagen. Dann wird auch schon passen. Das ist ein UFO gewesen! Das ist ein UFO, das ist ein UFO, das ist ein UFO. Ich hab's UFO! Pium. Leute, wir sind wieder UFO! Boah, ist das schon lange her, dass wir ein UFO waren. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir brauchen aber in diesem Level dann keine Fähigkeit mehr für das nächste Secret Exit. Hilfe, gib mir mein UFO wieder. UFOs, ich weiß nicht. UFO ist einfach die seltenste Fähigkeit, finde ich. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es das ist. Ich mag UFO. Wenn ihr UFO auch mögt, dann lasst doch mal gerne ein Abo da und ein Like. Yeah. Lol. Tolle Überleitung, habe ich recht. Okay. Warte, wo war jetzt das? Das war doch hier oben. Ja, hier oben. Versteckt. Das ist mit so einem Blumen, oder? Sind das Blumen hier an der Wand? Wie auch immer. Arena. Und ich habe mein UFO nicht mehr. Was? Oha. Die haben einfach mal ein UFO ge... Ich kämpfe natürlich gegen den, den ich nicht kann. Oder den ich am meisten hasse. Bam. Ich bin gesprungen, ich schwör's euch, ich bin gesprungen. Walla, walla, ich bin gesprungen. Oh Gott. Okay, ein Leben hat sogar noch. Wow. Macht eine Dash Attack. Und BOOM! Da haben wir ihn. Und da kriegen wir Fireball. Sehr wichtig ist das hier. Denn die nächsten Secret Exits werden mit dem Fireball zu tun haben. Yeah. Oh, jetzt kommen wir auf ein Piratenschiff oder was? Oh, ist ja cool. Was ist das hier? Ah, das ist Wasser. Ah ja. Ja, ist ein wenig verbuggt hier mit den Farben, aber das ist normal so. Das war auch auf normalen Spiel so. Oh Gott.
darf jetzt keinen Fehler machen. Soweit ich weiß, kann man diese Kisten da mit dem Hammer zerstören. Aber da gibt's nichts. Zumindest 90% gibt es da nichts. Bei einem gibt es ein Secret Exit, aber da komme ich noch zu. Das sehen wir heute noch. Dum, 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 dum. Ah ja, ich dachte. Ah ja, genau, ich dachte früher immer, man kann hier hoch. Aber man kann hier nicht hoch. Es geht nicht. Hier ist immer eine unsichtbare Wand. Es ist nur Deko. So, nur kurz überlegen. Ah ja. Ah ja, okay, ich weiß schon. Ich weiß schon, wo der Secret Exit ist. So, das ist easy. Bam. Durch den einfach mal durch. Das hier einfach machen. Dann ist der nämlich easy. Und wir brauchen seine Fähigkeit auf jeden Fall. Für Secret Exit. Ganz wichtig. Ja, Armin. Nice. So, und Hammer Time. Ich habe irgendwie das Gefühl, in jeder Folge bekommen wir Hammer. So, und hier sieht man's. Hier rechts müssen wir den Hammer einsetzen. Wow, war knapp. Und dann. Aufpassen. Ja, okay. Hier ist noch Boden. Denn hier links. Das ist einmal ein Gegner, der mir leicht Angst macht. Aber er macht nichts. Okay. So, wenn man hier jetzt nämlich Bum Bum macht, sieht man es vielleicht nicht. Aber man kann ja einfach ins Wasser rein. Dann gibt es den One-Ups, ist auch egal. So, was man machen muss. Links geht's weiter. Aber man muss nach rechts. Weil es da irgendwo. Ah, das ist ein kleines Labyrinth. Man sieht so, das ist dieser Teil hier unten, das hier, wo es verglitscht ist, hier. Das ist, wo wir hin müssen. Wenn wir dann weiterkommen wollen. So, und diese Fähigkeit, die da gerade war, die müssen wir haben. So, aber zum Glück haben wir dafür unendlich Versuche. Immerhin das. Weg mit dir. Okay, das wird schwerer, als ich erwartet habe. Oh Gott. Tut mir leid. Tut mir leid. Okay, nice, wir haben ihn. Laser, das ist wichtig. So, den darf man jetzt nicht verlieren. Oh, One-Up ist mir immer noch kackegal. So, hier durch. Und dann kommen wir weiter. Und dann. Was wir machen müssen. Weil wir können ja unter Wasser den Feuertyp nicht aktivieren. Also können ja unter Wasser kein Feuer spucken. Aber mit das Laser können wir nicht unter Wasser machen. Aber der Laser, der prallt ja ab. Und deshalb. Laser. Der sollte eigentlich abprallen. Ah, jetzt. Schnell. Yes, okay. Nice, wir haben es geschafft. Und hier ist der Secret Exit. Und da unten im Wasser ist ein Kranspiel, was wir gleich spielen werden. Yeah. So, jetzt machen wir das Level nochmal bis zum Ende. Ich weiß nicht, ob wir den Laser noch braucht für irgendwas. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Hier kann man anscheinend rein. Okay. Ich kann mich an den Level nicht mehr wirklich erinnern. Obwohl, gab es hier nicht irgendwie so eine Passage mit einem Unbesiegbarkeitslolli oder so? Kann ich mich irgendwie an irgendwas erinnern? Keine Ahnung. Die Gegner respawnen auch immer, das ist so nervig, finde ich. Oh, hier ist ein Warpstar. Lange nicht mehr gesehen. Lava. Oder was war das? Sieht aus wie Lava. Ist wahrscheinlich ein. Ja, ist nur Wasser. Sieht nur komisch aus. Aber es sieht wirklich aus wie Lava, finde ich. So, die nächste Welt, die kann ich schon mal spoilern. Die wird dann nur noch zwei Secret Exits haben. Im ersten Level und im letzten Level. Yeah! Und ich weiß sogar schon, wo die sind. Und ich hab die 1 erreicht. Yeah. Oh yeah. Yeah, yeah. Yeah. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay, lasst mich. Yeah! Ich fahre schon zur Hälfte vorbei. Krass, das geht echt schnell. Aber ja, das ist wahrscheinlich einer der letzten Folgen. Ich denke mal, nach dieser Folge gibt es noch zwei Folgen oder so von Kirby's Adventure und dann war es das schon. Ja. Kranspiel. Ich bin heute wieder der Kran. Sei der Kran. Da, 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 da. Und schon. Bitte gib mir den Kirby. Ich brauche coole One-Ups. Oh, scheiße. Den kriege ich nicht. Doch, den kriege ich, weil ich Glück habe. Aber Marvin. Nee, ich riskiere es nicht. Schau mal den kleinen Kirby.
Nicht den großen Körb. Komm, den kriege ich doch, oder? Den kleinen Kirby. Ja, easy. 3 One-Ups, Leute. By the way, hier ein kleiner Fun-Fact. In der Beta-Version von Kirby's Adventure war geplant, dass man hier schon 2 Versuche, 3 Versuche hat. Da gibt es sogar nämlich ein Sprite, wo bei dem Kran-Ding eine 3 steht. Bei den Versuchen. Ja, das war so nebenbei. Ist mir gerade so eingefallen. So, Level 4. Wir kommen langsam dem Ende zu. Warte, waren wir nicht schon? Ne, der Anfang ist nur gleich wie bei dem anderen Dings. Irgendwas, was auch immer. Ich muss mich kurz ein wenig erkunden, weil ich weiß nicht, ob ich das alles hier kenne. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. Doch, das sagt mir irgendwas, dieser Ort. Das sagt mir irgendwas. Okay, den One-Up haben wir freigelegt. Doch, der Ort hier sagt mir was. Oh, das sind 3 One-Ups. Was? Krass. Die will ich haben. Oh, die kriege ich aber nicht. Das sind nur 4. Es sind sogar 4. Aber da komme ich nicht dran, weil ich dafür einen Laser brauche. Yeah. Einen Laser habe ich natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Aber das Level kommt mir sehr bekannt vor. Gab es nicht auch mal in einem. So ein ähnliches Level? Gab es doch bestimmt auch mal in irgendeinem DS-Teil von Kirby. Da kann ich mich noch irgendwas erinnern. Na egal. Stimmt, ich weiß es, wo das Secret Exit ist. Der ist. Okay, ein One-Up kriege ich zumindest. Ein Trost-One-Up. Oh, das ist aber lieb von euch. 30 One-Ups haben wir jetzt. Nice. Aua. So, und zwar sieht man es vielleicht auch. Hier im Wasser ist, hier links. Kann man hier einfach rein. Fragt mich nicht, okay? Man kann ja einfach rein. Wie kommt man darauf, dass man da rein kann? Ich verstehe den Wicker da nicht. Wir kriegen den Eiercatcher. Jetzt werden wir gleich auch wieder spielen. Ich hoffe, vielleicht kriege ich da sogar diesmal 2 oder 3 One-Ups. Ich habe nur 1. Falls wir überhaupt 1 bekommen, hier backt ein wenig die Grafik rum. Ich will nur kurz erwähnen, weil so sonst nichts zu erwähnen. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Nein, das ist eine Bombe! Was hätte ich denn machen sollen? Ja, was hätte ich denn da auch machen sollen? Dieses Spiel manchmal, ganz ehrlich. Oh nein, oh nein. Hä? Ich bin so richtig im. Es war so richtig unsynchron mit der Bombe. Was macht der denn? Was mit dem? Was ist das denn für einer? Okay. Lass mich in Ruhe! Lass mich alle in Ruhe, ich will zum Ziel! Oh, Kacke, oh Kacke, oh Gott. Ziel, wo ist das Ziel? Yeah! Mein Commentary wird immer wieder auch besser und ich habe nichts zu erzählen. Geil! Das ist schon ein Retro-Let's Play, da muss ich aber schon aufpassen, dass. Es ist auch interessant, wird weil Retro-Let's Plays werden schlecht geguckt. Oder hat wenig geguckt. Denn es juckt niemanden. Außer mich. Aber die Leute, die es gucken, das ist cool. Das ist krasse Leute. Auf jeden Fall. So, vielleicht schauen wir sogar die Welt in dieser Folge, das wäre nice. Ich weiß gar nicht, wer der Boss ist. Ich kann mich nie an die Bosse erinnern. Ich weiß nur den Endboss. Ansonsten keine mehr. So, wir spielen heute wieder Eier. Was war das denn? Vor allem der Anfang. Junge, der hat mich voll bombardiert mit all seinen Bomben. Der hat auf einmal alles auf einmal gegeben. Och, das war gemein. Es tut mir leid. Oh, das Level. Oder war es das, was ich... Nee, das ist es nicht. Das Level ist es gar nicht. Aber ich will den Eistypen haben. Den Anfang. Also den hier, den Freezer. Nicht der hier, der das spuckt, sondern der das so um sich herum gibt. Der ist cool. Ich
glaube nämlich, dass wir gleich noch eine Fähigkeit hier bekommen werden, die wir brauchen. Das Level kenne ich auf jeden Fall, das ist vom Stil her eigentlich ganz cool so, aber Level selber mag ich nicht so wirklich, weil wie etwas viel Gegnergesperme ist, finde ich. Kara. Das ist etwas seltsam. So, raus. Nein, ich wollte Blaukörb sein. Jetzt bin ich sad. Ein Like, ein neuer blauer Körper. Ich will einen blauen Körper haben. Das ist unfair. Ah ja, hier. Nee, bräuchte einen Dash. Das geht sonst nicht. Oder? Doch, das würde gehen. Okay, das ist schwer ohne diesen Flammendash, den ich vorhin Anfang dieser Folge hatte. Aber es ist möglich. Was man machen muss, ist hier erstmal beides freischalten, erstmal beides auflegen. Tut mir leid, ich bin noch etwas erkältet. Links müssen wir rein, das Seil aktivieren und dann hier runter springen. Und die müssen erstmal hochfliegen, so. Weißt du? Weißt du? So, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Vor allem ohne, ne? Aber ich hab's geschafft! Okay. Nice! Juhu! Oh, das schon wieder. Oh. Ja, aber ich wahrscheinlich eh wieder das gleiche machen wie so, sonst immer. Okay. Interessantes Level. So, und jetzt hier beim letzten Level in dieser Welt. Nämlich die 6. Da gibt es auch nochmal einen Secret Exit. Weil es gibt ja nie einen Level in Secret Exit. Und hier brauchen wir sogar die Feuerfähigkeit. Das machen wir gleich, weil ich will erstmal das hier machen. Quick Draw. Uff. Oh Gott, das war langsam, tut mir leid, ich bin gerade wirklich nicht im Game. Oh, ich bin gerade wirklich nicht im Game. Uff. Ich muss doch den letzten einfach raten. Fuck. Was? Ich habe nur zwei Versuche. Oh, okay. Aber dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, ihr dürft einmal falsch liegen. Am besten nutze das für den King DDD. Und ja. Aber ich habe immer gedacht, es gibt nach King DDD noch so Meta Knight. Und der ist noch ultra schwer. Aber okay, habe ich vielleicht gehört. Vielleicht war es in einem anderen Spiel. So, das ist das letzte Level. Und das sieht wirklich schön aus. Und das sagt uns auch, wir kommen so langsam endlich zum Wunschbrunnen. Wo das Zepter drinnen liegt. Falls euch noch erinnert an die Story des Spiels. No! No, wir brauchen Feuer. Wir brauchen Feuer, ganz wichtig. Irgendeine Feuerattacke brauchen wir. Ich zeig's euch gleich. Stimmt, Beam brauchen wir auch noch. Ja, aber Beam kriegen wir noch. Da machen wir jetzt keine Sorgen. So, ich guck mal, dass ich den Boss in dieser Folge noch reinbekomme. Hier gibt's. Nein! Ich hab die Ufo! Nein! Das sind immer ein Ufos! Das ist noch ein Ufo! 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 Weg hier! Wow, Ufo-Attack! Ufo-Attack! Ich glaube, es ist das letzte Level, wo es Ufos gibt. Kann das sein? Ich glaube schon. No joke jetzt. Ich glaube schon, dass das letzte Level ist mit Ufos. Ich will ein Ufo haben! Yes! Okay. Ich brauch das! Okay, da komm ich nicht durch. Egal. Komm ich hier. Mond? Nein, okay, cool. Rein da, bitte. Oh Gott. Okay, komm, lass mich durch. Hey, was? Ah! Oh, nein. Hallo, mein UFO. Ich will mein UFO behalten. Das ist nicht so nett von Ihnen, dass Sie mein UFO einfach klauen. Und ich weiß, ich benutze manchmal dieselben Bilder wie auf anderen Formen, wie bei mir auf meinen manchen anderen Folgen, aber ist mir jetzt egal.
Wir sind unbesiegbares UFO. Yeah, ihr habt keine Chance gegen meine lollige Unbesiegbarkeit. Ich bin zum Oh, Bosskampf. No, I'm a UFO. Ja, was soll ich denn machen? Ey, no joke, ne? Ich weiß grad nicht, was ich machen soll, ey. Nein. Ja, oh Gott, nein. UFO! Ja! No. Tod ist er. Oh Gott. Ein Treffer und ich bin tot, Leute. Das ist ein One-Hit, ein No-Hit-Run. Gerade. Wow! Das ist aber gespawnt, hab ich das gesehen? Holy. Ich mache mir da komische Geräusche. Okay, Leute, nee, ich werde den Monster dann für die nächste Folge aufsparen. Aber direkt am Anfang nächste Folge. Und dann fangen wir auch an mit der nächsten Welt. Die letzte Welt. Es gibt nämlich nur 7 Welten. Es gibt keine 8 Welten wie in Mario. Es gibt hier nur 7. Fragt mich nicht. Ich habe das nicht entschieden. Aber ich kann euch sagen, die 7. Welt wird genauso cool wie der Rest des Spiels. Also, da könnt ihr schon mal... Da könnt ihr auch gespannt drauf sein. Aber ich glaube nicht, dass wir in der nächsten Folge schon das Spiel durchspielen werden. Außer ich entscheide mich irgendwie eine 30-Minuten-Folge zu machen. Falls ihr es irgendwie schafft, die alle Level noch so zu packen. Ihr wisst, was ich meine, ja. Okay, einer lebt noch, ja, alle. Okay, Ziel. Was letzte wieder in der Kampf? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, das ist jetzt das Ende der Folge. Also wenn ich mal hab, dann schaut doch beim nächsten Mal wieder vorbei. Like, Abo und Sharing. Yeah. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach so, ich muss noch den Secret Exit. Ja, ich schneide den am Anfang nächste Folge ran.